Liebe Freunde, seid gegrüßt, hier ist MD Vegan. Heute mache ich eine Erbsensuppe mit Kürbiscreme als Grundlage. Die Kürbiscreme mache ich aus Avocados und Kürbissen und einer Kürbismilch. Ich zeige euch gleich, wie es losgeht. Ich habe hier den Kürbis und die Avocado. Hier. Ein ganz klein bisschen Kürbis nur, nicht zu viel. Die Suppe soll nicht zu grob werden, denn ich habe die Schale rangelassen und Kürbis ist sowieso eine ziemlich starke, faserige Struktur. Ja, zu den vielen Nährstoffen kommt diese faserige Struktur, dazu auch sehr gesund, ja, Faserstoffe. Da muss man nicht zu viel von nehmen. Das wird auch sonst, wenn man zu roh ist, wie hier, sehr stärkehaltig und Geschmack auch. Das ist nicht so angenehm. Also wisst, ganz klein bisschen Kürbis ist okay und hier eine halbe Avocado, eine kleine halbe Avocado, um es cremig zu machen. Zuerst die Avocado rein und dann die Kürbisstücke, weil wenn die Kürbisstücke unten liegen, kann es sein, dass der Mixer das nicht schafft am Anfang. Und gerade viele Mixer haben nämlich können mit einer geringen Anfangsgeschwindigkeit starten. Das ist bei dem anders, der muss gleich los mit einer hohen Geschwindigkeit losgehen. Und wenn die Geschwindigkeit zu Anfang sehr tief ist, kann es sein, dass diese harten Bestandteile, der Kürbis zum Beispiel, die Klingen zum Halten bringen. Und dann kann der durchbrennen oder die Sicherung rausfliegen, im besten Fall noch. Und deshalb muss man die Kürbisse ein bisschen höher liegen, was Weiches drunter. Und hier ist meine Kürbismilch, die ist mit Chili und mit Rosinen gewürzt, Kürbiskern. Ich habe ein anderes Video gemacht, wo man sehen kann, wie ich die mache. Aber es ist im Prinzip nur eine ordentliche Menge Kürbiskerne, Wasser, Chili und Rosinen und dann gefiltert. Das ist alles. Jetzt hier einen halben Liter ungefähr. Halben Liter für... Halt noch ein bisschen was zurück, knapp ein halber Liter, um nachher noch ein bisschen nachlegen zu können, wenn es nötig sein sollte, man weiß ja nie. Und das war's. Die Suppe ist gleich fertig. Nur der Mixer sonst fehlt noch. Farbe zu den Kürbis, wie ihr sehen könnt, die gebe ich jetzt gleich. Aber erstmal probiere ich auch die Konsistenz richtig, bevor ich sie jetzt umfülle. Die Konsistenz ist jetzt auch für die Suppe richtig. Muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr Milch hinzutun? Nein, sieht gut aus. Und das schmeckt auch formidabel. Köstlich. Ich zeige euch gleich, wie ich das mache. Ordentlich Menge Chili drin. Das ist gut. Sonst gar nicht so Chili. Ja. Und Rosinen in der Milch. Hier. Da fließt sie hinein, die köstliche Creme. Und ich habe das Gefühl, dass da sehr gut diese jungen Erbsen zu passen könnten, diese süßen Erbsen. Und deshalb habe ich hier ein Schälchen vorbereitet, die waren gefroren. Könnt auch frische nehmen, ein bisschen teurer. Und die kommen einfach so da rein. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch die Suppe länger mixen. Im Mixer. Ja, wenn ihr einen Hochleistungsmixer habt, vor allem, dann durch längeres Mixen wird die richtig warm. Nicht zu warm, dann wird sie nicht mehr roh, dann verliert sie zu viele Nährstoffe. Für manche, den Geschmack von manchen. Aber so kann man es ein bisschen aufwärmen, ein bisschen länger mixen. Das ist ganz gut, kein Problem. Wird auch cremiger durch. Und zu den Erbsen dazu, wie ihr seht, hier Erbsen, Avocado-Stücke. So einfach ist das. Köstlich, köstlich, sage ich euch. Das war's. Ich wünsche euch viel Spaß dabei mit diesem köstlichen Gericht. Und ja, das Thema ist eigentlich Pflanzenmilch. Pflanzenmilch und hier mit dem besonderen Thema Kürbis. Man kann aus solchen Zutaten, die normalerweise man nicht so gut roh essen kann, durch Pflanzenmilch und andere Tricks sehr köstliche rohe Gerichte machen. Ein Beispiel davon, es wird sicher noch mehr geben in Zukunft. Und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, MD Vegan auf YouTube. Und dazu gibt es auch noch eine Facebook-Seite, MD Vegan. Könnt ihr jeden Tag ein neues Rezept kriegen. Bis bald.